begrüße Sie alle sehr herzlich zur heutigen Plenarsitzung, Plenardonnerstag. Ich freue mich, dass Sie in der großen Zahl gekommen sind. Das hätte es früher auch nicht gegeben, so viele Abgeordnete ohne Schlipse im Landtag. Wenn man so überlegt an die alten Zeiten, das, Frau Hinz verfolgt den Herrn Tippi. Das ist kein ausländerfeindlicher Akt, sondern das ist. Also mir ist bereits heute Morgen, bitte um Nachsicht, da ich auch gerade morgen um 6 Uhr beim Eisstockschießen ist mir bereits der Schlips abgeschnitten worden. Deshalb, ihr Lieben, bitte ich um Nachsicht. Also passen Sie Acht auf Ihren Kram heute. Es ist gefährlich. So, ich stelle die Beschlussfähigkeit des Hauses fest. Einige offene Punkte, 12, 13, 15, 17 bis 20, 22, 24 bis 26, 30 bis 35 und 41 und 42. Es ist noch verteilt auf Ihren Plätzen Eingang dringlicher Entschließungsantrag Fraktion der CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Einigung bei Grundgesetzänderung ist wichtige Voraussetzung zur Umsetzung des Digitalpakts. Das ist Drucksache 20254. Dringlichkeit wird bejaht. Jawohl. Dann wird dies Top 43. Wenn keiner widerspricht, können wir nach 31, nach der Aktuellen Stunde, ohne Aussprache abstimmen. Dann haben wir weiter hier verteilt dringlicher Antrag Fraktion der SPD, FDP, DIE LINKE, Aufforderung zur Deeskalation hinsichtlich der angespannten Situation der Landesregierung zur Eintracht Frankfurt, Drucksache 20-260, wird Dringlichkeit auch bejaht, jawohl. Dann ist dies Top 44, und wir können das nach der ersten Aktuellen Stunde aufrufen und abstimmen. Dann ist eingegangen dringlicher Antrag der Abg. Marius Weiß, Tobias Eckert, Elke Barth, Stefan Krüger, Knut John, Fraktion der SPD, Mittelrheintal von Lärm entlasten, alternative Güterverkehrsstrecke realisieren, Lärmschutzmaßnahmen voranbringen, Drucksache 20-261. Auch hier wird die Dringlichkeit bejaht. Dann ist dies Top 45 und kann mit 41 zu diesem Thema aufgerufen werden. Auch klar. Gut, dann haben wir das erste Mal erledigt. Wir tagen heute bei Erledigung der Tagesordnung bei einer Mittagspause von einer Stunde. Die Mittagspause wird heute voraussichtlich vor 17 Uhr stattfinden. Ich will nur darauf hinweisen, dass sich alle darauf einrichten können. Ist so. Wir beginnen mit den Anträgen für eine Aktuelle Stunde, die Tagesordnungspunkte 30 bis 35. 31, 32 und 34 werden gemeinsam aufgerufen mit einer Redezeit von 10 Minuten. Anderen Aktuellen Stunden haben 5 Minuten, das ist auch klar. Und nach den verbundenen Tops 31, 32 und 34 wird Top 43, Dringlicher Entschließungsantrag zum Thema ohne Aussprache aufgerufen, sofort abgestimmt. Nach Top 30, Top 4, Dringlicher Antrag, das hatte man schon sofort abgestimmt. Nach der Aktuellen Stunde geht es mit 25 weiter. So, es fehlen heute entschuldigt der Staatsminister Dr. Thomas Schäfer, ganztägig, der Abg. Dr. Dr. Rainer Rahn ist erkrankt. Wir wünschen ihm von hier aus alles Gute, gute Besserung, und der Abg. Klaus Gagel am Vormittag. So, was haben wir noch? Ja, Günter Rudolph. Ist krankheitsbedingt für heute entschuldigt. Also Nancy Faeser ist auch entschuldigt. Jürgen Lenders, du hast auch was. Ich habe noch nichts, aber das kann sich ja noch ändern. Herr Präsident, vereinbarungsgemäß werden wir als FDP-Fraktion den entschuldigten Herrn Dr. Schäfer durch den Herrn Dr. Hahn pehren und den entschuldigten Ministerpräsidenten durch den Herrn Rock. Gibt das Ding her. Vielen Dank. Das nehmen wir zur Kenntnis. Kollege Bellino. Herr Präsident, ich darf mitteilen, dass die Kollegin Wallmann ebenfalls erkrankt ist. Und mir ist auch schon. Kollegin Wallmann, halten wir bitte auch fest für das Protokoll. Was hat er gesagt? Ich habe Sie verstanden. Mir ist auch schon schlecht. Ja, ich meine, in Neuansbach wäre auch was los bei euch da. Na ja, gut. So. Und der Jürgen Frömmrich, dem ist auch schlecht.
Vielen Dank, Herr Präsident. Ich möchte die Kollegin Katrin Schleenbecker entschuldigen. Das nehmen wir auch zur Kenntnis und zum Protokoll. So, waren das jetzt alle? Entschuldigung. Das ist der Fall.